Tomahawk Steaks vom schwäbisch-hellischen Landschwein können einiges. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, es ist Zeit, den Grill anzuschmeißen. Und heute schauen wir uns an, wie man ein rückwärts gegrilltes Tomahawk Steak macht mit der Gewürzmischung Code Belota. Letzte Woche habe ich Post bekommen von dem Internetblog und der Seite www.gartenparty.de. Und diese haben mir ein Gewürz von Ingo Holland geschickt. Ihr kennt die grünen Dosen wahrscheinlich schon von mir. Ich benutze diese öfter. Purple Curry, Kerala Pfeffer, Himbeersalz, all die coolen Sachen habt ihr schon mal gesehen. Diese habe ich zum Test bekommen. Und heute wollen wir das mal ausprobieren. Code Belota ist eine Gewürzmischung, die sich sehr gut für iberisches Schweinefleisch verwenden lässt, aber auch fürs schwäbisch-hellische Landschwein. Und wir bereiten das heute auf dem Go Anywhere zu. Also, mal wieder ein Go-Anywhere-Video. Wir starten mit dem Mini-Anzündkamin und packen dort etwas Buchenholzkohle rein. 2 bis 3 Anzündwürfel anschmeißen und unseren Anzündkamin dann darin vollständig durchglühen lassen. Einfacher geht's kaum. Nachdem diese Teile gut durchgeglüht sind, packen wir die auf die rechte Seite vom Go-Anywhere, die linke Seite lassen wir frei. Das hier sind unsere Tomahawk Steaks vom schwäbisch-hellischen Landschwein. Die sind sensationell gut. Schwäbisch-hellisches Landschwein ist eins meiner Lieblingssorten. Wir haben etwas von der Fettseite abgeschnitten und ritzen diese etwas ein, damit sich das Steak beim Grillen nicht zu sehr verzieht. Und dann würzen wir die mit der Code Belota Mischung. Das ist eine Mischung, da kann ruhig ordentlich was von drauf. Tolle Farbe. Und dafür sorgen, dass wir möglichst, nahezu alle Seiten von unserem Tomahawk Steak damit einreiben. So, wenn das halbwegs erledigt ist, gehen wir wieder rüber zum Grill. Wir haben jetzt den Monolith noch etwas weiter ziehen lassen und ich habe ja am Anfang erklärt, dass wir dieses rückwärts grillen. Das bedeutet, dass diese nicht scharf angegrillt werden, sondern werden direkt in die indirekte Zone gelegt, dort wo sich keine Kohle unten drunter befindet, und werden von da so lange indirekt gegrillt, kurz vor der gewünschten Kerntemperatur sind und dann am Ende nur nochmal scharf angegrillt, damit sie ein Grillmuster bekommen. Ich glaube, in diesem Fall hat es ca. 35 Minuten gedauert, bis sie ungefähr so aussehen, und dann legen wir diese noch kurz auf die direkte Hitze. Man merkt schon direkt, der Grill hat ordentlich Stoff. Das Schöne am Go Anywhere ist ja, dass es wenig Platz gibt zwischen Rost und Kohle. Das heißt, es gibt eigentlich super Brandings. Tolle Bilder hier in meinem Garten. Natürlich aufpassen, dass einem nicht alles total verkohlt und verkokelt, also rechtzeitig runternehmen, noch einmal die Fettseite etwas karamellisieren lassen und dann wieder beiseite legen. Ich finde es sensationell. Hier die letzten Bilder. Ich habe die Code Belota Gewürzmischung ausprobiert am Schwein. Ich finde es sensationell, schmeckt super gut. Ingo Holland hat gute Gewürze mit guter Qualität. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefällt, hinterlasst mir doch einen Kommentar, abonniert meinen Kanal oder drückt auf Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke an gartenparty.de. Ich bin raus, euer Markus.